Reden wir doch darüber. Genau. Was ist wichtig? Ja. Wollen Sie rumlaufen? Ich bleibe jetzt mal ein bisschen stehen. Jetzt bleiben wir stehen. Nehmen Sie mal das Mikrofon. Aber sagen Sie mir, was ist denn wichtig? In Bezug auf was? Nein, wegen dem Mädchen. Also ich, erstens, also es gibt einen Schnipsel, den schneide ich nicht. Hm? Ja, der geht einfach so. Okay. Ja, gut, als Architekt muss ich sagen, es ist wichtig, dass man seine dass die Position gezeigt wird. Und wenn ich. Ja, lassen Sie mich ausreden. Ne? Aber ich dachte auch, was bedeutet das für meine Kamera? Was wäre das jetzt wichtig? Also jetzt rede ich über das Verhältnis von Architektur und Medien. Ne? Also das heißt, wenn ich das richtig beobachte, dann werden Dinge aufgegriffen und vergrößert und andere Dinge werden nicht in Fallen gelassen oder nicht so gezeigt. Und wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das, dass die Dinge so gezeigt werden, wie sie sind. Oh jetzt, na bitte, aber das haben Sie vorhin in diesen Interviews anders gesagt. Also ich sage das jetzt so, ja. Und was ist denn, was ist Ihr Einwand denn? Ja, wie sind die Dinge? Da gibt es doch diese schöne Geschichte von Picasso. Da kommt einer zu Picasso und sagt, warum zeichnen Sie die Frauen nicht, wie die Frauen sind? Dann sagt Picasso, ja, wie sind die Frauen? Dann macht er das Portemonnaie, nimmt das, da zeigt er seine Frau. Dann sagt der Picasso, was, so klein, so flach. Das ist doch eine tolle Geschichte, oder nicht? Nein, mir geht gefällt die... Ihnen aber, oder? Das wäre eigentlich auch Ihre Position, oder nicht? Ich, in Bezug auf die Medien habe ich etwas anderes zu sagen. Okay? Mhm. Ich gehe jetzt nicht auf Sie ein, sondern bitte Sie, dass Sie auf mich eingehen. Okay, möglich? Ja, Logo. Okay. Deshalb bin ich da. Gut. Ich arbeite auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und mir ist das recht, wenn man das sieht. Und deswegen mache ich diese Ausstellung und rede mit den Leuten. Jetzt ein, zwei Tage und dann hört das auf und dann rede ich mit niemandem mehr und dann kann man mich. Aber die fragen ja alle das Gleiche, oder nicht? Ja, das fällt mir auch auf, aber das macht nichts. Also das kann ich nicht korrigieren. Oder? Aber sagen Sie mir noch einmal, wie ist es? Was? Vorher haben Sie gesagt, zeigen, wie es ist. Wie ich arbeite. Was ich will. Das finde ich interessant, da müssen Sie wissen, wie arbeitet jetzt der? Oder? Die haben das zugehört, ich habe erklärt, ich arbeite nicht als Dienstleister primär, sondern ich habe eher mehr wie ein Autor. Man kann mir nicht ein Programm geben und sagen, Architekt, setz das jetzt um, sondern ich möchte gerne zusammen mit dem Auftraggeber weiterdenken, wenn wir das machen. So. Das Programm habe ich vorhin auch schon gesagt, ich wiederhole mich, aber das sind Dinge, die mir wichtig sind. Okay. Das Programm ist manchmal nicht so schlau, wie man sein könnte, wenn man weiter arbeitet und so weiter. Das sind Dinge, die mich interessieren. Und dann interessiert mich das gut gemachte Ding, sei es nun Stuhl oder Haus oder Wein oder Auto, das ist... Ich bin ein Fan von gut gemachten Dingen und in der Architektur interessiert mich. Die Architektur teilt sich mir mit als Atmosphäre von Räumen zunächst und vor allem. Details sind mir insofern wichtig, dass sie stark die Atmosphäre mitbestimmen, aber an sich sind sie mir nicht wichtig, oder? Weil das ist... ein Haus ist keine Ansammlung von Details, sondern ein Haus ist, glaube ich, wie ich das sehe, zunächst ein Raum. Das beherbergt uns, das ist ein bisschen komisch, dass man als Architekt eigentlich immer an der Hülle schafft, arbeitet. Und das Zentrum ist aber die Leere, oder? Also den Raum, den wir, für den wir wollen immer einen Raum für den Menschen, ob jetzt im Kino oder im
Fußballstadion oder eine Kapelle und so weiter. Okay. Oder etwas anderes ist vielleicht auch, ich mache, arbeite so lange an den Dingen, bis sie stimmen. So, das heißt, man kann jetzt mir nicht sagen, okay, stimmt noch nicht, aber für mich ist das jetzt gut genug bauen. Aber das kann man jetzt bei mir nicht. Das gehört auch zu dieser Autorenhaltung. Ich sage, ich baue das nicht, das stimmt etwas noch nicht. Wir müssen schauen, was es ist. Und das braucht dann, das ist eine gewisse ein gründliches Arbeiten. Ich nehme an, dass jetzt Musiker oder Schriftsteller oder so ähnlich arbeiten, oder Filmemacher und so weiter. So, das ja, umreißt dann bitte. Kaffee? Ja, das. Jetzt sind Sie. Das passt nicht zu meiner Position. Deswegen mache ich diese Aufstellung, dass man diese Position nachvollziehen kann. Ich will das nicht weiter vertiefen, aber weil sich das sofort so zum Tor der Langsame, zum Tor der Mystiker, zum Tor, so, das ist so mühsam. Das ist so. Jetzt sind Sie ein Star-Architekt geworden, müssen aber doch auch immer wieder hinnehmen, eben, dass Projekte nicht gebaut werden. Braucht es, also nein, die Frage ist für mich eigentlich, welcher Widerstand brauchen Sie, damit Sie sagen können, jetzt gehe ich darauf hin, dass eben meine Sache gut wird. Also braucht es überhaupt Widerstand oder wie würden Sie das umschreiben? Nein, den braucht es nicht, aber den gibt es automatisch. Also es gibt immer Widerstände, immer wenn man etwas macht und seriös betreibt und will, geht es manchmal leicht und manchmal geht es nicht. Also wenn ich das jetzt beobachte seit 30 Jahren in meinem Leben, war das eigentlich immer so. Ich nehme, das ist natürlich. Also ich suche nicht den Widerstand. Mir gefällt es gut, wenn ich irgendwas, wenn ich sage, Idee, erste Idee, super, hingezeichnet und ich schaue es morgen an. Super, alles gut. Oder? Das ist aber nicht immer so. Manchmal ist die erste Idee ist noch hilflos oder umkreist etwas, was ich noch nicht weiß oder so. Kann man vermutlich da oben in der Ausstellung nachvollziehen, wie sich die Themen entwickeln und wie die dann wieder kommen und dann hört etwas auf. Aber das ist schön an dieser Ausstellung, dass ich sehe, dass es gibt so ein großes, eine große Energie von allen Projekten. Man sieht das eigentlich auch die Dinge, die nicht gebaut wurden oder aufhörten, dass die dann doch in einem größeren Ganzen darum aufgehoben sind und dass die Ideen weitergehen. Mir hat besonders gut gefallen, dass diese schweren Modelle alle auf diesen Feind. Ist das okay für Sie? Erleben Sie das so auch? Das machen wir halt immer so, dass wir haben, das sind unsere, wir haben genau diese Böcke für mein Atelier. Das ist einfach so wie zu Hause. Aber es sieht ja so fragil aus, also diese starken Bauten auf diesen fragilen Dingen. Ja, das ist jetzt da natürlich gemacht, auch als Referenz ans Kunsthaus. Oder? Dass man diese, es gibt ja auch, wie Sie gesehen haben, nichts an den Wänden und so. Das heißt, das Kunsthaus als Raum ist erlebbar, dadurch auch, dass diese Dinge alle schweben. Oder? Das ist jetzt schon bewusst gemacht, dass Thomas Dörrisch gemacht hat, da müssen wir noch zwei Worte drüber wechseln, da ist das schon klar, was wir da machen müssen. Also auf jeden Fall haben wir ihm wieder sehr viel Freude gehabt an diesem Museum, weil einfach ganz andere Sachen oder Dinge in diesen Raum kommen müssen, weil man nicht so schön Nägelchen kann und kleine Bildchen aufhängen kann. Kann man auch, man kann mit der Bohrmaschine Löcher bohren, die wieder zu. Aber so einfach ist es nicht. Doch, ist sehr einfach. Das ist doch, das kann ich Ihnen vormachen. Das ist super einfach. Bohrmaschine und dann haben wir, wissen Sie, das ist eben mein Beruf, oder? Dann heißt das, hier an den Betonwänden kann man keine Bilder aufhängen. Wie wollen wir dann die Löcher flicken? Jetzt gibt es da eine Betonmischung.
da unten in einem Fass. Und dann kann man die nehmen, ein bisschen Wasser und das Loch zumachen. Und weil das so porös ist, oder die also belebte Oberfläche, nicht porös, so eine Struktur hat, sieht man die Löcher nicht. Das finden Sie nicht mehr. Das ist voller Löcher. Sehen Sie, so einfach ist das. Das ist keine Häme, nichts. Die erste Geschichte, die muss ich Ihnen doch erzählen. Wie die erste Geschichte über Sie haben mir Freunde erzählt, die gesagt haben, er hätte als junger Architekt ein Haus gebaut und den Leuten gesagt, welche Bilder da reinpassen, aber in der Küche hat der Kühlschrank gefehlt. War das eine typische Geschichte oder ist sie frech oder ist sie... Stimmt überhaupt nicht. Das ist das, was ich meine. Sind sie die, nein, deshalb frage ich solche doch. Dinge solche Geschichten kursieren. Sich dann und so. Keine Ahnung. Ich habe noch nie jemandem gesagt, was für Bilder aufzuhängen sind. Das würde ich nie tun. Meine ganze Überzeugung des Wohnens ist wohnen lassen. Oder? Für die Leute, die ich baue, dann machen die das. Schauen Sie mal da oben, was die Familie Luzzi in ihrem Holzhaus stehen hat. Kuhglocken, Blumenvasen auf den Radiatoren. Es gibt nichts Schöneres. Ja? Nein, ich bin ein Fan vom Wohnen. Oder schauen Sie an die Bilder des Altersheimes, wo wir eine große Veranda einrichten, wo die Leute Platz haben, vor ihrem Eingang alle ihre Stücke aufzustellen. Und die tun das. Ja? Nein, meine Dinge sind hoffentlich stark genug, dass die das ertragen. Ja? Bill Benken habe ich besucht mit einem Fotografen und dann hat sich der sehr geärgert, weil er konnte es nicht sinnvoll fotografieren, weil gewisse Leute so runde Ikea-Verschattungen, Dinge da. Dann hat er das nicht fotografieren wollen, weil er gesagt hat, das geht so nicht. Dann muss ich mir mal anschauen, was sind denn das, was sind Ikea, was, Markisen oder was, oder Sonnenschirme. Dazu, ich freue mich, eine Siedlung, die braucht dieses Leben in den offenen Flächen, oder? Und ich gehe jetzt gerne dahin, weil jemand hat mir gerade gestern gesagt, du musst dahin, weil die Gärten sind jetzt wunderbar, oder? Weil das ist am Anfang, ist das eine, oder? Das dauert ein paar Jahre, bis dann die Gärten vor den Reihenhäusern kommen und so. Und nein, das muss so sein, das stört mich überhaupt nicht. Vielleicht den Bogen wieder zurück. Sie haben gesagt über die Arbeit von Nicole und Paul, dass die Arbeit in Köln, die gefällt Ihnen nicht. Ja, da waren wir beide ein bisschen gestresst. Die mussten das natürlich jetzt da gleich nach der Eröffnung machen. Ich hatte kaum Zeit und für die waren auch gestresst, weil die mussten das machen, dann dahin bringen und so. Und das sind jetzt die Standorte, das sind unglücklich. Ich wüsste jetzt genau, wo die sein müssen, damit man das Museum sieht, die sind zu flach. Man kommt nicht rein. Bei allen anderen Gebäuden kommt man schön immer rein in die Räume und so weiter. Und da bleibt man so wie kleben. Aber Sie haben ja gesehen, die sehen das selber auch so. Also wir müssen schauen, das müssen wir noch was nachvollziehen. Und das ist eine lästliche Sünde, jetzt ist halt dieses letzte Gebäude. Es steht nicht so gut da, aber in Wirklichkeit ist es sehr gut. Weil das wäre jetzt eigentlich so, zeigen, wie es ist. Und jetzt haben Sie ein Kriterium gewählt. Ne? Also komm ich mit diesen Bildern... So ist es, ja. Also die Bilder, die können ja nicht die Architektur ersetzen, aber sie müssten, das war meine Vorstellung, dass die Filme möglichst nahe an die Realität kommen. Mehr als jetzt Architektur, Fotografie. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir müssten eigentlich das Medium Film haben, weil ich habe viel in Filmen über Architektur gelernt. Immer, oder? Schon so. In Filmen ist Architektur und Innenräume ist immer wieder präsent, im schönsten Sinne. So. Vorhin habe ich gesagt, es müsste doch eigentlich möglich sein, Filme zu machen, wo auch meine Häuser diese Präsenz entwickeln. Und dann kam über Umwegen die Idee von Eckhard Schneider, Sigs und Petritsch zu fragen. Oder? Und die haben das jetzt super gemacht, indem das die Proportionen stimmen, die Augenhöhe stimmt, die Distanzen zwischen den Projektoren stimmen, es ist nichts verzerrt. Oder? Und
Es ist alles zur gleichen Zeit während 40 Minuten gemacht. So. Und so, das finde ich jetzt faszinierend, wie gut das funktioniert. Also man hat dann das Gefühl, ich habe zwar nicht alles gesehen, ich komme nicht mal raus oder so, wie das wirklich ist, obwohl es im Heft, ja, kann man es nachschauen. Und trotzdem, wenn Sie dann hingehen, werden Sie sehen, es ist genau so, die Stimmung stimmt genau. Ja, also vielen herzlichen Dank, ich gebe hier weiter. Das war jetzt so richtig. Nach harzigem Anfang haben wir doch noch die Kurve gekratzt. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Okay.